So, meine Freunde, wir spielen der Spiegelkorridor, wie nicht unschwer zu erkennen ist. Das erste Mal, dieser Strike hat mit Eramis zu tun und wir werden der jetzt mal den Marsch blasen, würde ich sagen. Viel Spaß auf jeden Fall. Festhalten, es geht auf jeden Fall gleich los. Ja, gleich. Ist natürlich Interpretationssache. Ein Hüter haben wir schon gefunden. Wo bleibt der zweite? Zur Not würden wir das natürlich auch zu zweit machen. Sehe ich kein Problem. Sollte klappen. Nun ja. Die Suche läuft. Bleibt spannend. Yes, jetzt geht's los. Jawohl. Rüstung 2.0, als wäre es was Neues. Beutezüge, ja, jede Woche neue Beutezüge. Wisst ihr Bescheid? Der Händler Benji 44 bietet auch tägliche Quests und Beutezüge. Immer gerne mitnehmen. Jawohl. Jetzt geht's los. Barix, wir sind hier. Machen uns jetzt auf den Weg zur Eramis. Okay. Das Portal im Inneren. Es wurde in eurem goldenen Zeitalter erbaut, um die Vex zu studieren. Okay. Aber die Vex entkamen, ermordeten viele. Ihr müsst euch beeilen. Verwüstung ist alles, was uns bevorsteht, wenn Eramis dieses Portal öffnet. Wir sind dabei. Okay. Hallo, Lakai. Es ist keine Überraschung, dich hier zu finden. Eramis, du darfst das nicht tun. Ist dir unser Volk denn nicht wichtig? Viel wichtiger, als du denkst, Verräter. Der andere weiß auf jeden Fall schon, wo es lang geht. Weiter geht's. Wiedereinstieg eingeschränkt. Jetzt geht's los. Die kommen hier vom Himmel. Servitor erledigt. Weiter geht's. Warst nicht du es, der die Elixni im Gefängnis der Alten gefoltert und ermordet hat? Warix ist ein Heuchler. Ja, ein Heuchler. Jetzt werfen sie dich in die freie Sache. Ah ja, hier, Vollstrecker. Ich geh mal mit dem Schwert. Stampft bestimmt auch mal. Ja, schön zu zweit von beiden Seiten. Links noch? Sehr schön. Du bist ein
Monster, wenn du das tust. Oh, ein dritter kommt. Ich bin kein Monster. Was ich tue, tue ich für die Zukunft unseres Volkes. Wenn du das Portal öffnest, dann tötest du sie alle. Nate Gamerboy. Hier haben wir wieder einen gelben. Den können wir direkt mal angreifen. So. Sehr schön. Das hat doch Spaß gemacht und ging schnell. Unsere Welt ist gestorben. So, hier nicht durchlaufen. Erinnerst du dich? Wir waren Macht. Außer man ist ein Titan. Ich habe alles versucht, um das hinter mir zu lassen. So. Um weiterzumachen. Aber in meinem Kopf konnte ich die Schreie der Sterbenden nicht zum Schweigen bringen. Okay. Hat sich die Dunkelheit gezeigt. Und ich habe sie mir genommen. Endlich war es. Endlich fühlte ich, dass ich etwas tun kann. Also nur zu. Bisschen verwirrend hier, die Schrägen. Aber zweifle nicht daran, dass ich das alles nur für die Zukunft unseres Volkes tue. Der Kollege läuft hier einfach durch. Kann man vermutlich auch machen. Ah ne, hier hält er sich auf. Sehr schön. Gut. Ich hab dich. Weiter geht's. Oh. Runtergefallen. Da ist er wieder. Das ist anders. Die Dunkelheit durchdringt ihren Verstand. So. Ihre Sinne. Ich kann hier schon mal die Platte. Wir werden sie aufhalten, Varix. Aktivieren. Nimmt keinen Schaden. Aber jetzt kommt sehr viel Fliegendes, glaube ich. Ja, wir machen das. Die da oben sind schon wichtig. So, links auch noch welche. Sehr schön. Oh, den hier hätte ich fast übersehen. Meine Fähigkeit auf B hilft hier auf jeden Fall. Weiter geht's. Angriff. So, wir gehen weiter. Wir haben hier einige Scharfschützen unterwegs.
man nicht direkt sieht. Zumindest von hier nicht. Okay. Weiter geht's. Barriere ist außer Gefecht. Dieses Mal habe ich dich zu meinem gemacht. Jetzt fließt das Blut der Banks wie vor langer Zeit, Europa. Es wird euer Ende sein. Desto härter fallen sie. Jawohl. Das Portal. Es ist offen. Ja, jetzt kommen die Vex. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Vex killen. Wie heißt denn der hier? Belmont. Okay. Ja, da unten steht er schlecht, mein Mitspieler. Angriff. Okay, der ist weg. Man muss jetzt eben hier viel mit Deckung arbeiten. Immer mal einen Treffer landen. Okay, das war ein Spielfehler. Das war komisch. Wir gehen mal in Angriff. So, das hat ein paar Sphären erzeugt. Immun. Jo, aber hier diese können wir auf jeden Fall mal angreifen. Die verschwinden nicht so wie die großen. So. Mächtiges Gemetzel. Ich hab gehofft, er läuft da durch. Unser Bogen ist ja gar nicht schlecht, ne? So. Oh, zu früh runtergegangen. Yeah, Stufe 12. Okay. Weg mit euch. Jo. Und da kommen die Gegner wieder. Deckung. In die Mitte treffen, ganz wichtig. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Die kommen jetzt halt hier rein. Wir brauchen Leben.
fort. So. Wir haben es eigentlich gleich. Jawohl, der wäre weg. Nachladen. Jawohl. Okay, wir haben wieder super. Halt, halt, halt. Wir stehen schlecht. Okay. Nein, ich bin weg. Oh Gott, oh Gott. Jetzt muss der Kollege kurz überleben. Viel haben sie nicht mehr. Deswegen sollte man jetzt nicht zu übermütig werden. Okay, hat funktioniert. Dankeschön. Yes. So, jetzt konnten wir ein paar Treffer landen. Waren zwar keine kritischen. Okay, sehr schön. Jawohl, der ballert raus. Sehr schön. In unserer Welt herrscht eine Story. So wie in eurem goldenen Zeitalter. Wir verehrten die große Maschine. Doch das Schicksal schlug zu. Mit einem Wirbelwind der Zerstörung. Die große Maschine entfloh dem Chaos und ließ uns alle zurück. Wie die meisten von uns war Eramis von Zorn erfüllt. Sie begann, sich ein neues Leben aufzubauen, fand eine neue Familie, geschmiedet aus Wut. Eramis war beseelt davon, zu zerstören, was uns verlassen hatte. Varix fürchtet um das Leben der Elixni. Unter der Führung von Eramis sind sie verloren. Wir alle müssen uns entscheiden. Eramis stellte sich selbst über ihr Volk. Wenn Eramis ihr Ziel erreicht, werden die große Maschine und alle, die ihr folgen, sterben. Jo. In der Dunkelheit existiert nur eine Wahrheit. Der Tod. Schon eine tragische Geschichte, muss man sagen. Aber, ja, wir sind ja immerhin die Guten. Und wir helfen ja auch Varix. Auch wenn wir mal Feinde waren. Also von daher, ja, wir sind die Besten natürlich. So, das war's. Oh, Lakai. In einem anderen Leben mögen wir Verbündete gewesen sein. Aber jetzt bedrohst du uns. Also habe ich keine andere Wahl, als die Dunkelheit zu benutzen, um jeden Einzelnen deiner Art zu zerreißen und zu zerfetzen. Das ist aber nicht nett. Das werden wir nicht zulassen. Richtig. Mein Geist weiß, wie es läuft. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß beim nächsten Video.